Gesetzentwurfs erläutert, die uns da auch sehr wichtig ist. Aber ich will gerne die Gelegenheit ergreifen und zu Beginn zitieren. Die Evangelische Landeskirche, die sich bei dem Bekanntwerden in der Öffentlichkeit, dass wir diesen Gesetzentwurf einbringen, wie folgt geäußert hat: Zuwanderungsbewegung und die verstärkte Mobilität haben die konfessionelle und religiöse Zusammensetzung der Bevölkerung in Deutschland nachhaltig verändert. Das führt insbesondere in Regionen, wo es in kein in zumutbarer Entfernung erreichbares Angebot von Gemeinschaftsgrundschulen gibt, zu einem verstärkten Klärungsbedarf hinsichtlich des existierenden Grundschulangebots vor Ort. Ja, es ist so. Die Kirchen sehen selbst Veränderungsbedarf. Und deswegen bedanke ich mich ausdrücklich bei unseren Gesprächspartnern. Und wir haben als regierungstragende Fraktion seit anderthalb Jahren einen intensiven Dialogprozess und haben das auch respektiert, dass die Kirchen in diesem Prozess ihre Zeit gebraucht haben, um sich landesweit mit den Fragen auseinanderzusetzen. Und es ist ein sehr deutliches Votum: Wir gehen mit, wir wollen den Veränderungen Rechnung tragen und gleichwohl aber auch sehr deutlich machen, auch bei uns im Land gibt es noch sehr viele konfessionell gebundene Familien, und deswegen wollen wir in den Bekenntnisschulen auch dafür sorgen, dass drauf, nicht nur draufsteht Bekenntnisschulen, sondern dass ein entsprechendes Profil dann auch da ist. Gleichzeitig sehen Sie natürlich auch die allgemeinen Probleme, zum Beispiel in der Lehrer- und Lehrerinnenversorgung. Das heißt, Unterricht, Qualität muss gewährleistet sein und deswegen auch die Öffnung, die eben schon angesprochen worden ist. Mir ist es sehr wichtig, dass in diesem Prozess es gelungen ist, keine antikirchlichen, antireligiösen Reflexe heraufzubeschwören in dem öffentlichen Diskurs, sondern dass wir gemeinsam Verantwortung übernehmen wollen dafür, dass Kinder gemeinsam gut beschult werden können. Ich bin auch den Kirchen dankbar, dass sie geäußert haben, es soll keine Monokulturen in Gemeinden geben. Wenn darauf hingewiesen worden ist, in wie vielen Kommunen in Nordrhein-Westfalen es im Augenblick nur Bekenntnisgrundschulen gibt, dann ist auch da der Veränderungswille und die Veränderungsbereitschaft deutlich geworden. Ich habe auch sehr dankbar zur Kenntnis genommen, dass die großen Problemlagen, die sich ergeben haben, ich will nur auf den sehr bedauerlichen Fall in Paderborn aufmerksam machen und darauf Bezug nehmen, der dann auch vor die Gerichte getragen worden ist, dass es zu solchen Situationen nicht kommen darf. Kinder, die in unmittelbarer Wohnortnähe wohnen, die abgewiesen werden und wo es dann genau zu diesen Vorfällen kommt, dass ein Kind die Schule wieder verlassen muss und sich nicht angenommen fühlt. Das war nicht im Sinne der Kirchen. Sie haben diesen Vorfall außerordentlich bedauert und wir haben gemeinsam darüber gesprochen, und es war dann auch die Initiative der Verantwortlichen mit dem Haus zusammen, zur Klärung auch der Aufnahmekriterien an Schulen schon im letzten Herbst zu reagieren und auch an ganz besonderen Schnittstellen noch mal deutlich zu machen. Zum Beispiel, es kann kein Kind zum Schulgottesdienst verpflichtet werden. Das ist sehr wichtig, das hat auch zur Klarstellung beigetragen und nimmt viel an Konfliktpotenzial dabei heraus. Diejenigen, die erwartet haben, und Herr Marsching hat sich ja schon dazu geäußert, Bekenntnisschulen gehören nicht mehr in die Landschaft, sollten zur Kenntnis nehmen, dass sie einen Verfassungsrang haben und dass wir hier gemeinsam über diese Frage miteinander beraten. Eine verfassungsändernde Mehrheit gibt es dafür nicht. Ich finde es aber auch richtig und gut, auf der schulgesetzlichen Ebene jetzt gemeinsam Wege zu gehen und es eben nicht zur Konfrontation kommen zu lassen. Und ich hoffe, Herr Marsching, dass Ihr Beitrag gleich nicht zur Konfrontation beiträgt, sondern eher konstruktiv diesen Weg vor Ort miteinander mitgeht. Denn die Eltern sollen gestärkt werden. Der Elternwillen hat ein hohes Recht und ist ein hohes Gut in Nordrhein-Westfalen. Und das ist genau die Initialzündung, dass Schulträger gemeinsam mit Eltern jetzt ihre Standorte neu ordnen können und auch die Schulträger das entsprechende Recht haben. Vielen Dank, Frau Kollegin Behr, für die CDU.